Metern links abbiegen, um auf Akershöfegen zu bleiben. So, da sind wir gleich vor Ort. Wir fahren nämlich zum Saab-Museum in Trollhättan. Wir sind hier nämlich schon in Trollhättan gerade. Jetzt links abbiegen, um auf Akershöfegen zu bleiben. Wir sind gleich schon da. Wow, es regnet gerade so schön. Was ist das hier alles so schön? Da ist das Saab-Museum. Da ist es, 75 Jahre Jetzt Saab. Befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Da ist es. Sind wir soweit? Ja, hallo Leute. Mal wieder ein neues Video von uns hier. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar stehen wir heute hier in Trollhättan. In Schweden vor dem Saab-Museum. Endlich mal. Nach so vielen Jahren kann ich das Ding mal besuchen und uns mal die Autos da drin anschauen. Ihr erinnert euch vielleicht an die ersten Videos von mir. Da hatte ich ja noch den Saab, wo wir da ja den Rost weggemacht haben. Und ja, schon damals hatte ich Bock auf das Saab-Museum hinter uns von Trollhättan. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt gehen wir mal da rein. Kommt mal mit. Hier vorne nochmal zu sehen. Trollhättan, die schöne Stadt mit ganz viel Wasser und dem Zug da unten. Hier ist das Museum, da sind wir gerade. Ja, kann ich nicht so gut lesen, weil ja, alles Schwedisch, oder? Englisch? Ne, Englisch sogar, kann ich wohl lesen. Achso, übrigens, hier in Trollhättan sieht man deutlich mehr Saab-Autos als sonst wo in Schweden im Moment. Da unten steht eins, dahin sind welche gefahren, dahinter stehen ganz viele Saabs und Volvos und Tesla. Ganz, ganz viele Tesla, Volvos. Ja, Öffnungszeiten von 11 bis 16 Uhr. Da sind wir hier richtig. Komm mal rein. Ja, sind wir jetzt hier angekommen. Wir haben gerade bezahlt. 240 Kronen für zwei Personen. Das sind 10 Euro oder sowas pro Person. Nee, doch, egal. Doch, ungefähr 10 Euro pro Person. Ja, jetzt haben wir hier ein paar Saab-Autos stehen. Ey, geiler Zustand. Schöne Autos. Und uns wurde empfohlen, erstmal hier nach links zu gehen und uns mal die Prototypen und die alten Autos anzuschauen und dann quasi eine Runde zu machen. Ist eigentlich ein ganz kleines Museum, aber ja, wow, guck mal da oben. Der letzte Versuch, so ein futuristisches Auto zu machen. Schon geil. Boah, ich bin echt geplättet. Guck mal hier, der neue 95 Aero. Boah, der sieht so geil aus. Das ist auch so ein 11. Kombi. Die sind ja auch total selten, ne? Das ist so Insignia. Insignia-Basis, ne? Opel-Basis. Boah, der sieht so gut. Der hier, Kombi, sieht so brutal aus. Und das ist ein richtig geiles Auto. Wow, dass das nicht mehr existiert, guck mal rein. Was für ein geiles Ding. Wow, mit Head-Up-Display, alles dabei. Schade, dass das Ding nicht mehr da ist, ey. Wahnsinns-Auto. Ja, kannst du so gucken. Das ist doch, das ist der 94, 2011. Och nee, den kenne ich ja doch nicht. Richtig cooles Auto. Ah, oh, wow. Hat er den V8 Motor? 2,8 Liter Turbo. Ja, Turbocharged V6 Motor. Mit 300 PS ist das. Es gab ja noch den Saab 97, glaube ich, ist das. Oder auch 94, 97 aber. Keine Ahnung, SUV. Der ältere, der hat einen V8 Motor gehabt. Cool, da vorne sind die ganzen Motoren. Aber gehen wir gleich mal rum. Lass mal jetzt hier erst mal gucken. Boah, das ist jetzt schon so cool, so spannend. Genau, hat es ja hier mit den Flugzeugen angefangen. Das habe ich hier ein Boot gebaut, der Joli. Jole. Und da ist so eines der ersten Autos. Guck mal, da hinten ist er gefahren. Wow, ey, so cool. Boah, ich bin froh, dass wir hier sind, ey. So gut. Ich bin gleich gespannt mit den Motoren. Die Motoren interessieren mich gleich. Lass mal da vorne schon mal gucken. Saab 92 aus 1950er Jahren. Ey, das ist so geil. Was ist das? Saab EV von 1985. Was ist das für ein geiles Ding? Mit Solarpanels obendrauf.
Wow, das ist ein Autofehler. Guck dir mal hier hinten an. Ja. Siehst ja die Panels da oben. Biohybrid-Konzept. Guck mal, was hier für Konzeptautos gibt. Convertible-Konzept. Cabrio wollten die auch bauen. Elektroauto schon damals. 85. Mega gut. Mit einem riesen Auspuff. Guck dir mal hier an, ey. So ein Ding auf der Straße könnte sich jetzt locker sehen lassen. Spiegel, schön, ne? Da hinten der neue 3X. Wow, was für schöne Autos. Warum? Boah, schade, dass sie die nicht rausgebracht haben. So tolle Autos. Hier, Konzept, guck mal innen. Top. Ein Cockpit, was für ein Auto, ey. 9X. Ja. Ja, genau. Schöne Felgen, tolles Auto. Auch hier hinter dir. So ein Coupé-Kombi. Geiles Design, schönes Konzept. Mit 21 Zoll Felgen. Super, super Design. Schönes Auto. Aber es ist halt Konzept, ne? Es ist ja nicht funktionstüchtig. Es ist kein funktionstüchtiges Auto. Aber schon echt gut. Und die haben das gemacht, was ich beim Tesla vermisse. Das müsste doch Solarpanel sein, ja? Sieht so aus. So leicht Aufladung. Nicht anfassen steht da drauf. Sieht man, ne? Scheinwerfer vergelben. Das ist einfach alles. Steht nur rum. Das ist kein fahrbares. Ja. Genau. Schon so ein Konzept von 2008. 20 Jahre her. Und 15 das kann Jahre. sich heute sehen lassen. Da auch. Guck dir mal dieses Design von außen an. Niemals schlechter als ein Tesla. Was für ein Top-Auto. Und hier das Innenleben. Schau dir das mal an. Hier ohne Fenster kannst du richtig gut reinschauen. Auch Konzept, aber richtig gut gemacht. In der damaligen Zeit? Das ist auch 2008 oder sowas, ne? Guck mal, die Räder sind schon platt geworden. Auch 2008. Das kann sich heute noch sehen lassen. Könnte sich. Hier ist die Zeit echt stehen geblieben. Das ist aber mega gut, ey. 2006. Auf Ethanol. 400 PS. Guck dir mal diese Scheibe an, wie lang gezogen die ist. Keine A-Säule, richtig lang gezogen. Schönes Auto. Was für ein tolles Saab-Design. Wahnsinn. Boah, was für eine tolle Tür. 23 Zoll Felgen, guck mal. Ja. Hinten etwas Jaguar mit dem Auspuff. Aero X. Was für ein Design, ey. Schaut mal hier, dieses Auto ist von 2001. Vorne deutlich Saab zu erkennen. Was für tolle Linienform. Ne? Soll immer dieses Flugzeug an das Flugzeug erinnern. Und schon damals grifffrei, nur mit Knopf zu öffnen. Hinten Akku-Pack anscheinend irgendwie. Oder so ein Kofferraum mit Leisten. Was für ein tolles Konzeptauto. Richtig gutes Auto, ey, mein Gott. Was für ein tolles Design. Das haben die nicht rausgebracht. Oder ist halt ein Ich Konzept. meine, die Front hat man gesehen. Ja, genau. Oder hier ein 93X. Die haben echt Potenzial, muss ich sagen. Cooles Auto. Boah. Oder hier ein schönes 93X-Konzept. Also, kannst du sagen, was du willst, aber das hätte auf jeden Fall Potenzial. Vom Design her, ne, hier 9.3 deutlich zu sehen. Klar ein bisschen hochgezogen als X. Oh, tolles Auto.
Das ist natürlich jetzt hier alles Konzeptautos und so futuristisch oder wie auch immer, ne? Guck mal, hier auch alles nur Plastik. Kein echter Motor drin, sondern nur. Und doch, hier drunter ist auch ein echter Motor drin. Guck mal. Steht zwar Konzept. Ein Sechszylinder. Nein, aber schönes Auto. Jetzt kommen die coolen Dinger. Jetzt kommt der Sonett. Eines der ersten Autos überhaupt. 56. 57 PS. Oder hier im Boot. Guck mal, der Bootsmotor hier hinten. Der sieht ja geil aus. Holzkiste mit so einem geilen Boot, ey. Hauptsache Lenkrad, genau. Ist halt ein Saab-Boot, ne? Oh Junge, was für ein cooler Motor. Guck dir das mal an. Drei Zylinder hier, drei Zylinder, Reihe, sechs Zylinder. Quer, nicht längst. Auch nicht Boxer, die Zylinder stecken von oben. Das ist eine Reihe, sechs Zylinder. Das ist ein echt cooler Motor. Hier vorne die Verteilerkappen. Guck, wie cool das alles aufgebaut ist. Alles so symmetrisch. Wie geil war das damals, ey? Was für eine coole Idee. Insgesamt, was für ein cooles Auto, Mensch. Wow. Cooles Ding. Kühlung sitzt dahinter. Guck mal, das ist die Kühlung. Hierbei wird ein Block gekühlt. Da sind die Vergaser. Stimmt, die ist nicht vor dem Auto. Ja, wow. So gut. 750 Kubik. 140 PS Motor. Zur damaligen Zeit? Wow. 59. 140 PS, 6500 Umdrehungen. Das ist ein Rallye-Auto. Da gehen wir gleich noch hoch. Aber da hinten, der 93 und die anderen etwas moderneren Autos, da kommt was Interessantes auf uns zu. Der Padan von 65. Hier kannst du auch umschalten zwischen Winter- und Sommermodus. Zick, zick. Die Auch ein Lüftung, ja. super interessanter Motor. Wahnsinn, ey. Das gefällt mir so. Hier fängt es an. Saab Combi Coupé. Das ist der Saab 99. Den sieht man ab und zu noch auf der Straße. Saab 99. Aber als Oldtimer. Super selten. Boah, das ist ein cooles Auto, ey. Jedes dieser Autos ist cool. Ich sag zu jedem Auto, was für ein cooles Auto. Klasse Auto. Gleich schauen wir uns mal hier die ganzen Sachen an. Aber erstmal hier. Saab 9. Kenne ich zum Beispiel nicht. Saab 9. Und auch. 180. Saab 900 Turbo. Das ist ein Vollturbo. Die werden momentan mit 25.000 bis 30.000 schon gehandelt. Das sind echt teure Autos. Als Cabrio natürlich. So ein bisschen weniger, aber trotzdem. Das Ding kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ein Electric Van, elektrisches Auto von 76. Ein ganz interessantes Auto. Da sind die Motoren, die oft Probleme machen. Diese Direct Ignition da. Mit dem Ölding, das ist exakt der Motor. So sieht eine Wandlautomatik aus. Da ist der Motor. Zündung. Das ist der Zylinder. Super spannend. Kannst komplett reingucken. Das ist die Kette, ne? Hatte den Kettenantrieb, ne? Der hatte gar keine Zahlen. Das waren alles Ketten. Das einzig Blöde bei dem war, das war es vom Saab 9000. Das Blöde bei dem war, dass die immer gesifft haben vom Öl her. 2,316 V. Turbo. Ansonsten. Ne, das war gar kein Turbo noch. Oder war das schon ein Turbo? Nein, der war aber noch kein Turbo. Das war noch der ohne Turbo. Guck mal hier. Ich hatte noch gar kein Turbo drin stecken. Das war noch einer ohne Turbo. Da fingen schon die ersten Turbos an. Oder? Nein, immer noch nicht. Das ist ein V6. Der muss aber ein Soft-Turbo gewesen sein, oder? Auch noch nicht. Was sind das für coole Motoren, ey? Saab Triumph-Motor. Das ist der B308 Motor. Genau, das ist der 3 Liter V6 Motor. V4 Motor.
Spannende Sachen, ey. Und da voll die geilen aufgespinnten Autos. Da müssen wir uns gleich auch nochmal angucken. Das ist aber spannend, was die damals alles gemacht haben, ne? Wow. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Ja. Saab Safari von 81. Was für ein unfassbar geiles Auto. Saab Safari. Guck dir mal an, typische Saab-Qualität. Turbomotor. Ein Auto, Mann. Diese Autos können sich heute noch sehen lassen, extrem gut. Ja, Saab 900 Polizei. Police Civil. Oh, da ist der Cabrio, ne? Wow, von 83. Was für ein Auto. Und das ist der Turbo. Das ist der bis jetzt der teuerste Turbo-Oldtimer, den es momentan gibt. Das ist der Saab 900, komplett Turbo, Cabrio. Das ist der teuerste Saab, den es momentan gibt. Also, bezahlbar. Guck mal hier. Echt Leder. Guck dir mal die Ausstattung an. Das Auto kriegst du nicht unter 25.000 Euro. Keine Chance. So wie der hier steht, würde ich den so auf 35.000 bis 40.000 schätzen, ey. Was für ein geiles Auto. Na okay, der ist komplett rostfrei und ist komplett gemacht. Der kostet noch mehr und der ist komplett original. Also nein, stopp. Der ist komplett rostfrei und nicht gemacht. Das wollte ich sagen. Weil, du siehst ja die Ecken und Kanten, der ist noch nicht mal gemacht. Komplett original. Viel zu teuer. Richtig geiles Auto. Mit einem original Laschen hier, das kannst du gar nicht bezahlen. Ist alles original. Das ist geil. Das hier ist ein Zweitakter. Zweitaktmotor. Das ist spannend. Ganz kleiner, kompakter Zweitaktmotor mit 840 Kubik und 52 PS. Auf diese Größe schon 52 PS. Wahnsinn. Das ist Power. Auch Zweitakt. Und auch Zweitaktmotor. Das sind die ganz kleinen. Aus solchen Autos hier. 1960. 56er Jahr. 50er Jahre. Das müsste so in die 60er Jahre sein. 62 bis 64 gebaut. Ein Unfall. So eine geile Sache, ey. Saab SVC von 99. Was ist denn dieses SVC? 1,6 Liter, 5 Zylinder. Diesen Motor kenne ich gar nicht. 1,6 Liter, 5 Zylinder. Guck dir das an. Das ist ein Konzept. Das ist ein Konzept, weil ich kenne das gar nicht. Normalerweise nur 4 Zylinder Motoren. 1,6 Liter. Was bringt er denn für Leistung? 225 PS von einem 1,6 Liter, 5 Zylinder. 225 PS. Das ist ein Konzept. Das muss ein Konzept sein. Wow. Aber genau, innen drin komplett ein Saab 95. Genau, ein Saab 95. Ein ganz normaler, schöner. Aber ein 5-Zylinder, 1,6 Liter mit 225 PS? Saab 95, nur der ältere. Ja, genau den hatten wir. Den hatten wir ja. So mit dem haben wir angefangen. Silber, ne? Blau, alles. Genau, wie gleich. Genau, den hatten wir. Ja, aber ich hatte auch zuerst auch noch einen silbernen. So, ja, stimmt. Genau. Ist ein cooles Konzept, aber das ist jetzt, das ist nicht nie in Serie gegangen. Kein Turbo. Nein, nicht kein Turbo. Ich glaube, ein Kompressor da irgendwas. Aber geil gemacht. Ja, aber ist gefahren. Ist zwei von diesen Dingern. Einmal für Kühlsystem irgendwas, einmal für die Servolenkung. Das ist schon E-Power von 2010. Einer der letzten. Hier, 2017. Was ist das hier? Retro Turbo. Ach, das ist schon der chinesische Saab. Von NEVS, NEVS. Guck mal, die Felgen. Guck mal, Turbo. Guck mal, wie der sieht. Mann, was für Autos. Warum sind die bloß pleite?
Und das ist ein AAM-Hybrid. Was für Autos, ey. Ein gutes Auto, aber leider haben die den, ja, wie nennt man das, die Modernisierung oder den Aufsprung verpasst. Ja. Gleich noch zwei Autos. Das ist ja so eines meiner Lieblingstraumautos. Saab 9-3 mit 225 PS. Ja, muss man hier gucken. Den gab es auch nur so in Gelb. Den gab es nur so, meine ich. Verbessert mich, wenn ich da falsch liege. Absolutes Traumauto. So ein schönes Auto. 350 Newtonmeter, 250 PS. Nicht 255 PS, so. Vegan. Das ist die Vegan-Tuning. Sieht man ab und zu mal bei Kleinanzeigen so Vegan. Hier sieht man da Bremsanlage, das ist eine Racing-Bremsanlage, wahrscheinlich 2- oder 3-Kolben-Anlage, mega geil, das ist, der hat Power ohne Ende. Und hier siehst du nochmal diese Flügelchen an den Felgen. Typisches Farbdesign, Dreier, genau, Dreispeichen, super Typ, genau, Design und die Bremsanlage, natürlich eine große, ne? Das ist super selten geworden, tolles Auto. Und hier eine Kooperation mit Subaru. Sieht man, Saab 9-2X, absoluter Subaru Impreza. Mit 227 PS, 2 Liter Vierzylinder Motor. Oder ein 2,5 Liter Motor mit 165 PS. Allradantrieb, ist ein kompletter Subaru. 9-2X, genau. Nein, 9-2, habe ich eben auch gesagt. Kleiner. Den habe ich öfter mal gesehen, auch bei Kleinanzeigen. Gibt es ab und an, 9-2er. Fahren heute noch rum. Super selten geworden. Wir wiegen sowieso extrem selten. Ja, und das meine ich doch. Das ist doch einer der letzten Saabs von SUV. Saab 9-7. Guck, ich hatte recht. Saab 9-7 mit einem V8-Motor drin. V8, Buick. Genau, Oldsmobile Buick, Trailblazer, GM komplett, 2008. Mit einem V8-Motor drin. Den kannst du heute noch kaufen. Den gibt's heute noch. Mit Luftfederung, guck mal, innen drin komplett GM. Ein bisschen Saab umgemaut, ne, so. Aber, schönes Auto. Vollwertiger Saab. Aber gehen wir mal jetzt von den Autos jetzt weg von hier. Also, ne, wir gehen später noch die alten da hinten anschauen. Kommen wir mal hier, schauen wir uns mal die Autos an, wie die gebaut worden sind, ne. Guck mal, was für dickes Blech. Das ist 2 mm Blech. Das ist richtig Material. Das ist der Wahnsinn. Das ist hier. Das ist so starkes, dickes Blech. Das ist ja 50er, meine ich. Das müsste Saab 9-3, nee, 60er, hast du recht. 1960. Aber was für ein. Wie das gebaut ist, ne? Damals schon Ingenieurskunst. Aber du merkst auch hier, wie das Auto ganz klein am Anfang war und wie groß es wurde, ne? Es wurde immer größer und größer. Hier merkst du schon, das ist übrigens ein geiles Auto. Das Saab 9000. Richtig cooles Auto. Vom Design her. Das ist ein richtiger Saab noch. Hier merkt man schon die Verstärkung, ne? In der Tür drin. Airbags sind reingekommen. Guck dir mal, wie schön das aussieht, das Auto. Was für ein schönes Auto. Saab 2,5 V6. Aufgeschnittener. Die Lampe von außen angesetzt. Hier merkt man schon, ne? Verstärkte C-Säule. Spannend, wie das, was die Ingenieurskunst damals gemacht hat, ne? Hier vorne die orangenes Ding, Innenraumverstärkung. Hier vorne die Verstärkung schon, oben im Dach. Spannend. Lenkrad aufgeschnitten mit dem Airbag. Hier die Tür, ne? Der Schutz. Das ist so geil, es macht mir so Spaß, das zu sehen. Fenster aufgeschnitten, Tür komplett aufgeschnitten. Das ist das Coupé. Das ist das Coupé, wie man hinten sitzt, ne? Das ist hier verstärkt alles. Super spannend, ey.
Kann ich mir stundenlang angucken, da, so ein Auto. Auch ein Airbag drin. Punkt. Versteifungsschutz. Hier unten die Verstärkung. Eine Knautschzone baut man hier, hat man hier eingebaut. Da vorne, wo die Motoren drin sitzen, da fängt es an, ne? Das ist diese beiden Träger. Die Hauptträger. Sieht man auch immer schön. Ja, das Lenkrad, wie das gemacht ist, damit das Gelbe, damit es nicht in den Menschen reingebohrt wird, sondern sich wegbiegen kann. Deswegen sind die Lenkräder so gebaut worden damals. Jetzt sieht man das hier nochmal besser. Wo das alles lackiert ist, hier die Schichten. Erste, zweite, dritte. Wo wir das damals durchgesägt haben, haben wir ja gesehen, ey. Es ist echt was dran. 2,55, ja, so einen hatten wir, aber jetzt kommen die halt nicht. Den hatte ich als V6. Der einzige, den ich hatte als V6, aber den wünsche ich mir gerne als Vierzylinder, so ein Daily. Am besten Soft-Turbo mit einer Gasanlage. Traumhaft. Das wäre schön. Hier das Cabrio kann man uns noch angucken, wie es gebaut worden ist. Auch hier schon überall die Airbags, ne? Was für ein cooles Auto. Ach, okay, beim Cabrio, die Versteifungsschutz, das ist der neue Cabrio. Weil der alte war ja noch so windig, der war noch so beweglich, haben die den hier unten komplett versteift. Das sieht man hier unten. Der untere Käfig da, damit er verwindungssteif bleibt. Der Rahmen, genau. Spannend. Ah ja, und das ist schon der Motor, den wir so ein bisschen kennen. Vom Saab 900 mit dem Turbo. Von dem Cabrio da hinten ist das der Motor. Ja. Ist der Vollturbo, ne? Ja. Ja, nee, es gibt noch den Softturbo und den Vollturbo. Mensch, ist das spannend. Was haben wir hier noch? Sportsedan von 2003. Antriebsstrang ist das. Auch von 2003. Das ist die hintere Achse. Ja, spannend, ey. Mein Gott, voll geil. Ja, keine Ahnung. Hier? Ja, wir können uns die Autos einfach mal angucken, weil ich will jetzt nicht zu jedem Auto etwas sagen. Einfach spannende Autos. Ein V4-Motor ist hier zum Beispiel mit drin verbaut. Oder hier haben wir Saab 99, so der typische, der auf den Straßen war. Das ist so der Saab, den ich dann so kenne. Aus den 80ern so. Aus dem Fernsehen sieht man das noch ein bisschen. Ja, und das ist ein Griffin-Tuning. Geiles Auto. Stück wurden nur verbaut. 482.000 Stück wurden nur gebaut. Das ist ein echter Griffin. Komplett voll ausgestattet. Tolles Auto. Mein Gott. Das ist ein richtig geiles Auto. Das ist Saab United, ja. Auch Griffin Tuning. Tolles Auto. Turbo Diesel. 4x4 wahrscheinlich. Ja, und aufgeschnittener Motor. Die sind ja natürlich voll geil mit den Felgen, so als Original, ne? Saab 9000 Aero. Unfassbar gutes Auto. Ich finde ja auch einfach schön. Sonnen in der Garage stehen, brauchst du kein anderes Auto. Das ist, guck dir das mal an. Das ist ein Traumauto von 96. 225 PS, 350 Newtonmeter. Traumauto. Guck dir mal die Sitze. Guck dir mal diese Qualität an. Das war damals noch richtig Qualität. Hinten, schau mal, wie du da sitzt. Was für coole Sitze hinten. Saab 9000. Boah, der sieht so gut aus. Ist ein so gutes Auto. Also ich verbessere mich. Von allen Autos, die ich gerne hätte, wäre das einzige. Bis jetzt. Ja, okay, diese Turbo Cabrios gefallen mir auch, ehrlich gesagt. Und der gefällt mir auch. Wow, mit den Felgen, guck dir das an. Ne, ich nehme lieber den hier. Sitzen. EcoSport, das ist das Soft Turbo. Das Saab 9000 CS, guck dir das mal an. Ist das nicht ein Auto?
Von hinten. Da muss ich sogar Foto von machen. Das ist ein Traumauto. Aus den damaligen Jahren von 96, 97. Traumauto. Das ist ein Sonett. Saab Sonett. Sonett 74. Schönes Auto. Noch ein Sonett 3. Ein Sonett 2, etwas kompakter. Guck mal. Was für ein cooles Auto, Mann. Sind immer selten auf den Straßen, die Oldtimer. Okay, jetzt haben wir die Motoren, den 204 Motor. Das ist der typische, der innen, genau, das sind die 185 PS Maschinen. Genau, Soft Turbo. Das war hier ein Soft Turbo, ne? Und das war kein Vollturbo. Vollturbo, dieser Motor als Vollturbo 225 PS oder 250 PS sogar. 204B. Ja, hier 225 PS. Das ist noch der ältere vom Saab 900 mit diesem Weckel. Das ist jetzt der, der in diesem Cabrios Vollturbo drin war. Das geht in den Auspuff und dann geht es in den Turbo. Hier wurde der Turbo gekühlt. Hier ist der Turbo. 155 Firing Order haben die hier sogar noch drauf geschrieben damals. Das ist von 85, das sind die alten Motoren. Aha. Länderventile. Was haben wir hier für einen schönen Aero stehen? Turbo X, also das ist wie so ein... Boah, der ist aber echt schön. Hier kannst du dann ganz normal auf der Straße fahren. Das ist ein 3-Speichen-Träger und die cool Design. Ja. Ja, 6-Speichen. Ja. Aber so geteilt irgendwie, ne? 3 Speichen und dann mit 6, so also geteilt, komisch, aber cool. Genau. Jetzt ja, habe ich dann ganz offen. Der ist immer noch, genau, der ist aktuell. 3 Cabrio von 2006. Der von 2003 ist schon was spannender. Ja, und das sind die, die, für die ich mich interessiere. Der von 98, 95, 93 bzw. 900er. Den hatte ich ja als Cabrio. Saab 900, Cabrio. Mit einer 2,3 Maschine mit 150 PS, nee, V6 Maschine mit 150 PS. Coupé hatte ich den auch mal, aber den als Cabrio gefiel mir der Motor, der V6 Motor. War ein ganz, ganz toller Motor, ganz tolles Auto. Der fuhr auch am besten von allen. 93, tolles Auto, ganz, ganz tolles Auto. Ja. Der ist auch noch schön hier, der Vollturbo von 87. Ja, 16 Ventiler. Aber das ist mein Traum hier. Das ist ein absolut Traumauto. Dieses ist auch schön, ne? Das hat man nur da hier. Aber sind wir ein bisschen schon zu alt. Ist schön. Den würde ich gerne fahren. Ein tolles Auto. Auch tolle Farbe. Guck mal, das Design. Guck mal, die Scheinwerfer. Die Regenwischer von den Scheinwerfern. Das ganze Design, wie die Blinker, da, wie das alles organisiert ist. Kommt alles aus dem Rallye-Sport. Richtig geiles Turbo-Auto. Felgen, es passt alles zusammen, guck mal. Innenausstattung, Sitze, guck dir mal die Qualität an. Guck mal, wie viel Mühe die sich hier gemacht haben. Die Lackierung, alles. Was für ein tolles Auto, ein Turbo. Ja, Saab Turbo ist das. Boah, tolles Auto. Ja, interessant, ne? So ein Formel Junior von 1960. Saab Rennwagen. Ja, ein ganz schönes Auto. 86 PS. Hier haben wir ein tolles Ingenieursexemplar, ey, muss ich euch sagen. Das Auto wiegt nur 660 Kilo, hat 93 PS bei 6000 Drehungen. Da drin hast du richtig Spaß. Ultra leichtes Auto, mega schnell.
Und schau dir mal das Zeichen an, wie interessant das aussieht mit dem Flugzeug da. Das ist ein richtiges geiles Rallye-Auto. Aber wir sind alle geil. Hier haben wir zum Beispiel ein Monte Carlo. Das ist bei dem Rallye Monte Carlo mitgefahren. Auch das Zeichen, wie das damit eingebettet ist, ne? Mit einem Dreizylindermotor. Unglaublich. 840 Kubikmotor nur. 6000 Umdrehungen auch. Und ja, 70, bis zu 70 PS. Ja, mega cool. Guck mal rein. Also Standardauto, getuned bis oben hin und einfach ein mega geiles Auto. Was haben wir hier? Ein V4 Rallye. Boah, ich bin begeistert von der Technik, mal von denen. Guck dir mal, okay, scheiß auf das Auto. Guck dir mal dieses Design an. Guck dir mal die Linien an. Guck dir die Linie, die Räder, alles, das ganze Rallye-Auto, das passt perfekt. Guck mal die Stoßstange an, wie die die gequetscht haben, damit die Lampen dort mit reinpassen. Der Wahnsinn. So ein unfassbar geiles Auto. Zarp 99. 225 PS. Damit hast du so Spaß, ey. Guck mal, aufgeräumt, minimalistisch geil, aber guck mal nach hier. Und zeig mal für die Zuschauer, für alle, das Design mit den Kotflügeln und diese Linien. Unglaublich geil. Richtig geiles, geiles Auto. Ja. Wie es liegt. Alles so, wie es ist. Mega geil. Boah. Ja, Heuschmidt. Hier beim nächsten Exemplar, schauen wir hier drauf, auch das gleiche Saab 99er Modell. Guck dir mal, wurde ordentlich gut benutzt. Und die Scheinwerfer, hat er irgendwie Lampen hier in der Gegend irgendwo? Meinst du, es gibt Lampen? So 4 Stück extra irgendwie? Riesendinge, Alter, haben die da hingeballert. Ja, aus Deutschland mitgefahren, aus MN. Was ist MN? Mannheim? Doch. Weiß ich gar nicht. Ist noch deutsches Kennzeichen dran. Hier vorne, die sind hier mitgefahren, guck mal. Da siehst du den. Der Helmut und die Rosi, keine Ahnung, wie die heißen. Wer ist das hier? Der Kalle. Der Kalle ist hier mitgefahren. Was für ein geiles Auto, Mensch. Auch dieses Design, ne? Wiederum, so geil. Aber er sieht anders aus, merkst du, wie dieses, als dieses, weil hier hast du die Verbreiterung. Das gibt dir nochmal ein gewisses Etwas. Das ist ein bisschen schmaler, ein bisschen anders, aber trotzdem, was für eine geile Linie. Und hier, komm mal her, mein Freund. Her. Herkommen. Von 0 auf 100 in 6 Sekunden. Hier hast du mal eben 270 PS. Das haben die ja rausgequetscht. Wow, was für ein geiles Auto, was für ein geiler Motor. Von Sting Blomqvist. Wer ist denn gefahren? Stick Blomqvist, ja, ich kann nicht mal lesen, ey, so begeistert bin ich. Nicht schlecht, ey. Wahnsinn. Ja. Das ist natürlich was Spannendes hier, ne? Wie breit er ist. Was ist das für ein geiles Auto? Ja, kannst du auch mal Rennen fahren, ne? Ultra breit, ultra flach, Rennwagen eben. Saab Rallycross. Ich habe keine Ahnung, was Rallycross ist. Ja, klar. Das ist natürlich auch total, total mitgenommen. Ja, genau. Rallycross, aber ich weiß jetzt nicht genau, was es für ein. Weil Räder sind Semislicks bis Slicks.
Und das sieht trotzdem total abgenudelt ab. Nee, der war, ja, auf jeden Fall geil. Sub 9000 Turbo. Nee, genau, weil das ist doch das Design von Sub 9000. Und ein Turbo, ne? Genau. Ja. Guck mal, da ist er. Geil. Da vorne ist er, die haben damit geballert, die haben den gefahren. Da sind die Rekorde, World Record, 100.000 Kilometer. Zwei Runden around the world mit dem Saab, Wahnsinn. Mit dem Motor, mit dem Wagen sind die gefahren, guck mal. Ein Stück Geschichte hier. Robust und zuverlässig, Turbomotor, ja. Was für ein geiles Auto, ey. Zweimal um die Welt. Cool, ne? Das ist der Weltrekord-Sub. Da vorne steht das. The Long Run. Kilometer pro Stunde. Was? Der Motor hat durchschnittlich 213 km/h geschafft. 24 Stunden lang 240 km/h. Das ist heftig. Das ist hier Talladega Motor. 202L Turbo Engine. 175 PS. Das ist der zuverlässigste Motor, den wir hier sehen. Das ist der allerbeste zuverlässigste Motor. Soft Turbo, 175 PS mit der Verteilerkappe. Wenn du den Motor hast, keine Probleme. Hm? Das ist der beste Motor. Kettenangetrieben, Soft Turbo, geht nichts kaputt. Das ist der beste Wagen, bester Motor. 202L Motor mit dem Soft Turbo. Hm? 80er Jahre. Aus den 80er Jahren. Ja, das ist der Sub 9000. Das ist der Wagen. Richtig gut. Das ist der Garrett Turbo. Genau. Stimmt ja. Die Garrett Turbos wurden in der verbaut. Genau. Millions. 2 Millionste. August 86. Wahnsinn. Also, was haben wir denn da? Some facts. Total driving distance per car 100.000 Kilometer. Year of the average driver to reach the same distance 6 Jahre. Also so abschließend nochmal zum Weltrekord von dem Saab. Das ist der Hammer. Es wurden 3 Autos genommen. Die sind einfach mal irgendwie aus der Produktion rausgenommen worden, hier aus Trollhättan. Die sind rausgekommen, haben gesagt, das, das und das, ohne großen zufällig, genau, einfach genommen worden. Und die sind einfach mit Pedal to the Metal, also durchgedrücktem Vollgas, die Runden gefahren. Die sind insgesamt, steht hier auch drauf, 23.500 Runden gefahren, also quasi zweimal um die Welt, 100.000 Kilometer mit 31 Fahrern und die haben 27.000 Liter Sprit verbraucht und 63 ja, Sätze, Räder verballert. Die sind insgesamt 20 Tage und Nächte durchgeballert. Und das krasseste ist, mit einem Turbo, mit einem Motor, Vollgas. Die haben 200 durchgehend, 40 Tage, also 40 Tagnächte, also durchgehend 20 Tage, 20 Nächte. So, mit dem Turbo und dem Motor, Vollgas, sogar mit den Stops, die die eingelegt haben, haben die trotzdem 213 km/h Durchschnitt geschafft. Das ist der Hammer. Das heißt, der musste ja zwischenzeitlich auch 250 fahren. Vollgas, durchgehend, im Kreis. Also man müsste insgesamt ungefähr 6 Jahre brauchen, um diese Distanz zu erreichen, äquivalent bzw. umgerechnet. Und ja, jedes Auto 23.566 Runden gedreht. 23.000 Runden auf dieser Dingens. Ja. Jede Runde hat ungefähr 69,5 Sekunden gedauert.
und die haben pro 100 Kilometer 27,1 Liter Sprit verbraucht. Und das war das Auto. Und das Auto steht da und das Auto hat die 100.000 Kilometer gefahren und innen drin auf dem Tacho steht sogar noch 111.000 Kilometer. Das ist unglaublich. Komplettes Standardauto, unverbastelt, unverändert. Und hier siehst du aber schon leichte Opel-Anzeichen. Da vorne der Motoröldeckel ist schon von Opel. Obwohl es noch ein komplettes Sub-Auto ist. Haben die schon angefangen, GM-Sachen einzukaufen. Ich weiß nicht, ob der 9000 schon von GM war. Ich meine noch nicht. Ich glaube, das war noch komplett Saab, weil sieht auch komplett nach Saab aus. Später hat halt GM übernommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Geil. Okay. Hiermit möchte ich mich mal bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und dann hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geiles Museum.